Lieber Professor Joas, lieber Hans, lieber Heidrun Joas, meine Damen und Herren, herzlich begrüße ich Sie alle heute Abend zur Vorstellung des Buches »Warum Kirche? Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft? Freiburg 2022«. Ich begrüße Sie alle hier im Auditorium, aber auch alle, die uns auf YouTube folgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Buchvorstellung haben, an dem Tag, an dem das Buch aktuell im Buchhandel erscheint. Der guten Ordnung halber sei vorangestellt, Hans Joas ist Ernst Troeltsch, Honorarprofessor an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität in Berlin und war viele Jahre neben seiner Tätigkeit in Berlin auch noch Professor für Soziologie an der Universität Chicago. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, mit dem Max-Planck-Forschungspreis zum Beispiel, dem Prix Paul Ricoeur und mit vielen anderen Auszeichnungen mehr. Neue Bücher von Hans Joas sind ein Ereignis. Und so ist es nicht das erste Buch von Hans Joas, das wir hier in der Katholischen Akademie vorstellen. Im letzten Jahr haben wir das monumentale Werk von ihm im Bannkreis der Freiheit, Religionstheorie nach Hegel und Nietzsche hier vorgestellt. Der dritte Band, kann man sagen, in einer Folge von monumentalen Büchern. Am Anfang die Sakralität der Person, eine neue Genealogie der Menschenrechte, Berlin 2011. Und dann anschließend 2017, und auch das haben wir hier vorgestellt, ich erinnere mich sehr an den Abend auch mit Bischof Huber, Wolfgang Huber, die Macht des Heiligen, eine Alternative zur Geschichte der Entzauberung. Drei große Werke, 1500 Seiten zur Geschichte des moralischen Universalismus, globale Gegengeschichten zu landläufigen, europazentrierten Großerzählungen von Säkularisierung, Entzauberung oder Hegels dominierter Politik- und Freiheitsgeschichte. Das habe ich jetzt aber sehr abgekürzt. Hans Joas wird es mir verzeihen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Und nun, man kann es vielleicht sagen, ein Nebenprodukt, aber ein Nebenprodukt in der Fluchtlinie dieser Werke und irgendwie auch nicht zu denken ohne diese Werke, die vorangingen. Warum Kirche? Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft? Dass ich mich über das Buch freue und den Zeitpunkt seiner Vorstellung heute an einem Montag noch zu Beginn der Heiligen Woche im Angang auf das höchste Fest der Christenheit, das möchte ich freimütig vorwegschicken. Und meine Freude darüber, dass dieses Buch gerade, wie ich finde, zur rechten Zeit erscheint. In einer Zeit, die aufgrund des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche von heftigen Diskussionen um eine notwendige Kirchenreform bestimmt ist, in der im synodalen Weg es viele gute Leidenschaften und viel guten Streit um die zukünftige Gestalt der Kirche gibt, in der sich aber auch, und das wird man vermerken müssen, immer wieder auch Lagerdenken und Haltungen des Rechthabens breit machen. In den letzten Jahren gibt es viele Bücher zur Kirche, was nicht verwundert, denn der Missbrauchsskandal erschüttert diese Kirche immer noch und mit großer Wucht. Die Frage der Kirchenreform ist nachdrücklich auf die Tagesordnung gesetzt und wird auch nachdrücklich und lange bearbeitet werden müssen. Das Buch von Hans Joas aber hebt sich von den vielen Büchern der letzten Monate und Jahre in zweierlei Hinsicht mindestens von diesen Büchern ab. Es ist kein, wie man sagen würde, aktuelles Buch zur Kritik oder Verteidigung der Kirche, sondern wie angedeutet eben auch Frucht jahrzehntelangen Studierens und Forschens zur Geschichte des moralischen Universalismus. Frucht eines Nachdenkens, und das ist für mich der zweite Punkt, mit dem sich dieses Buch von den Kirchenbüchern unterscheidet, das sich einem elementaren Staunen verdankt, einer staunenden Faszination über den Umstand, dass es so etwas wie diese Sozialform der Kirche überhaupt gibt. Und das finde ich hocherstaunlich. Also wie jemand nach so vielen Büchern, die er geschrieben hat, nach so vielen Jahren, die er als Katholik gelebt hat, glaubhaft vermittelt, dass er darüber staunt, dass es so etwas gibt wie die Sozialform der Kirche.
Und dann noch mit dieser, wie er schreibt, mirakulösen Kontinuität. Staunenswert, diese Kirche gibt es schon sehr lange. Und beides hat miteinander zu tun und wie, das werden wir hoffentlich später sehen. Und in dem Buch Warum Kirche stellt Hans Joas eben elementare Fragen. Eben auch die ganz schlichte Frage, kann man nicht auch Christ sein ohne die Kirche? Und er bedenkt diese Fragen in dem ihm eigenen Stil. Wer seine Bücher kennt, Hans Joas denkt konsequent von der Erfahrung her. Von Erfahrung der Selbsttranszendenz und ihren Artikulationen. Sein Denken vom Besonderen aus. Im Gespräch mit den, Zitat, das finde ich eine schöne Formulierung aus dem Bannkreis der Freiheit, mit den Freunden in der Geschichte. Und diese Freunde, das sind Denker der Vergangenheit und Gegenwart, die ihn bleibend inspirieren. Und wer sein Werk kennt, es kommen immer wieder diese Freunde vor. In dem Buch zur Kirche zum Beispiel Ernst Troeltsch, naturgemäß, und Alfred Döblin. Das ist ein Denken, das den großen Begriffen und Erklärungen mit einer bodenständigen Skepsis begegnet. Es ist ein Denken, ein Erfahrungsdenken, das ethische Reduktionen so wenig schätzt, und zwar ethische Reduktion vor allem mit Blick auf die Kirche, wir werden darüber reden, wie spekulativ-theologischen Überflug, und dem es darum geht, Zitat, die höchsten Ansprüche der Intellektualität mit der Zugänglichkeit für alle Menschen in ihren wirklichen Erfahrungen zum Ausgleich zu bringen. Mit der Zugänglichkeit für alle Menschen in ihren wirklichen Erfahrungen zum Ausgleich zu bringen. Lieber Hans Joas, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Buch. Er wird uns jetzt in einer Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten, einen kurzen Durchschicht geben durch das Buch. Und dann werden wir beide hier vorne miteinander sprechen und nachher dann auch das Gespräch mit Ihnen öffnen, um dieses Buch zu diskutieren. Herzlich willkommen. Ich habe vergessen, die Maske abzunehmen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst vielen Dank an die Katholische Akademie und ihren Direktor Joachim Haake, dass ich diese Gelegenheit bekomme, mein neues Buch vorzustellen. Ich will in diesen wenigen Minuten, 15 Minuten, zu drei Dingen etwas sagen. Erstens zum motivierenden Hintergrund, zweitens zur Hauptthese und drittens zum Aufbau des Buches. Zu dem ersten motivierenden Hintergrund muss ich vielleicht gar nicht mehr viel hinzufügen zu dem, was Joachim Haake schon gesagt hat. Es ist ganz offensichtlich die um sich greifende Erschütterung des Vertrauens in die Institution Kirche in Deutschland, in der katholischen Kirche, aber nicht nur in Deutschland und auch nicht nur in der katholischen Kirche. Für diese Erschütterung des Vertrauens spielt der Missbrauchsskandal eine zentrale Rolle, wobei ich immer darauf hinweise, dass es sich eigentlich um zwei Skandale handelt. Einerseits um das unerträgliche Leid, das Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen durch sexuellen und auch geistlichen Missbrauch angetan wurde. Aber, und das kann man zumindest analytisch voneinander trennen, auch den Skandal der häufigen Vertuschung, des laxen Umgangs mit diesen Taten, der vielen Fälle, in denen die Sorge um die Institution Kirche, die Sorge um die Opfer überwog. Das ist ganz stark im Hintergrund, nicht Thema des Buches. Zu dieser Erschütterung des Vertrauens gehört sicher auch hinzu, dass viele Katholiken, Katholikinnen die Hoffnung auf Reformen in der Kirche, wie sie im Zweiten Vatikanischen Konzil angelegt waren, aber nicht wirklich groß durchgeführt wurden, oft allmählich aufgeben und erbost sind darüber oder andere wiederum diese Reformen gar nicht für so schrecklich nötig finden, sodass sich eine Art Polarisierung innerhalb der Kirche abspielt. Der synodale Weg spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich darf vielleicht in Klammern sagen, dass ich auch als sogenannte unabhängige Persönlichkeit in dem synodalen Weg engagiert bin.
Er ist mit großen Chancen verbunden, also einer Konsensbildung in Richtung bestimmter Reformen, allerdings auch und unübersehbar, und ich glaube von Joachim Haake auch schon angedeutet, mit großen Gefahren. Ich sage immer wieder, die Hauptgefahr ist, dass auf weltkirchlicher Ebene sich durch diesen deutschen Prozess nichts ändert, aber die deutschen Katholiken durch denselben Prozess sich so zerstreiten, dass sie gewissermaßen miteinander nicht mehr können. Für beides gibt es Anzeichen. Dieser Hintergrund oder diese Entwicklungen im Hintergrund haben dazu geführt, dass viele sich eigentlich einig sind, dass die große drängende Frage zurzeit nicht mehr so sehr dieselbe Frage ist, die zum Beispiel vor 20, 25 Jahren gestellt wurde. Braucht der Mensch Religion? Fällt Glaube durch Modernisierungsprozesse definitiv weg? Werden die Christen eine immer kleinere Minderheit und so weiter? Das scheint nicht die dringendste Frage jetzt zu sein, sondern eben eher die Frage, braucht es denn, um religiös zu sein, braucht es, um spirituell zu sein, was immer das genau unterscheidet, ja, braucht es, um moralisch zu sein, eigentlich eine Institution? Kann man das nicht einfach für sich sein und leben? Und kann man es nicht vielleicht sogar, fragen manche, noch radikaler, besser sein? Also schiebt sich die Kirche zwischen die Individuen und ihre intensiven Erfahrungen? Ermöglicht sie diese Erfahrungen nicht, sondern verhindert sie diese Erfahrungen? Solche Stimmen gibt es, gar nicht wenig zahlreich. Menschen, die programmatisch ausdrücken, dass es doch besser ist, wenn man etwa Gehalte ganz verschiedener religiöser und spiritueller Traditionen auf eigene Faust kombiniert und sich daraus ein Weltbild oder eine Lebenspraxis selber formt. Also so kurz zu diesem Hintergrund. Jetzt, wie auch Joachim Haake schon gesagt hat, möchte ich auf keinen Fall falsche Erwartungen wecken, als wäre das vorliegende Buch jetzt gewissermaßen eine Reformprogrammatik. Das ist es nicht. Ich habe zwar zu den einzelnen Punkten jeweils auch meine Vorstellungen, aber ich habe das Buch nicht aus diesem Grund geschrieben, sondern Sinn des Buches ist es, in einer vielleicht neuen Weise Verständnis zu schaffen für das, warum es Kirche gibt. Das ist dieses Staunen. Ja? Wir nehmen ja die Existenz der Institution Kirche in den Ländern, in denen sie existiert und vielleicht sogar eine bestimmte Macht und ein Ansehen irgendwie auch hat, mehr oder minder als selbstverständlich hin. Es ist aber nicht selbstverständlich, weil nicht jede der Religionen, die auf der Welt existieren, zum Beispiel eine Kirche hervorgebracht hat und weil deshalb viele Kulturen auf der Welt auch nicht von der Existenz einer christlichen Kirche oder überhaupt einer Kirche geprägt sind. Das scheint mir, um ein Gegengewicht zu bilden zu diesen kulturellen Tendenzen in Richtung Selbstoptimierung, ein wichtiger Schritt. Um nun diesen Schritt gehen zu können und um meinen Hauptgedanken verständlich machen zu können, sage ich, dazu muss man ganz kurz mal darüber nachdenken, was das Christentum überhaupt ist. Nun bin ich mir vollständig bewusst, und ich bitte, das nicht anschließend einzuwenden, dass religiöse Traditionen sozusagen nicht auf Formeln zu bringen sind. Also ich gehöre gerade zu denen, die bestreiten, dass man religiöse Traditionen einfach, als wären sie philosophische oder wissenschaftliche Denkgebäude, auf ein paar Sätze bringen kann und dann sagen kann, stimmst du diesem Satz zu oder nicht, dann gehörst du dazu oder nicht dazu. Dennoch im Vergleich der Religionen beispielsweise, auch in der Konkurrenz der Religionen, führt kein Weg daran vorbei, dass man auch die Botschaft irgendwie abstrakter benennt. Mit abstrakter meine ich, dass man sie nicht einfach nur nacherzählt und schon gar nicht
dass man hauptsächlich in theologischer Sprache darüber spricht, weil die theologische Sprache oft ja eher eine Mauer errichtet zwischen den Gläubigen und den Nichtgläubigen. Der große evangelische Theologe Ernst Rölsch, nachdem die Position benannt ist, die ich da zurzeit innehabe, hat einen solchen Versuch gemacht, auszusprechen, was die Grundcharakteristika des Christentums sind. Bei ihm sind es drei. Für meine Argumentation in diesem Buch ist es vor allem eines dieser drei. Ich nenne mal kurz die drei und dann, welches mir jetzt für diesen Zweck, Kirche zu verstehen, das Wichtigste ist. Er sagt, das Christentum sei charakterisiert von Universalismus, Individualismus und Liebesethos. Über Liebesethos muss ich mich jetzt, glaube ich, nicht verbreiten. Das ist allen halbwegs mit dem Christentum Vertrauten geläufig. Individualismus bezieht sich hier auf ein individuelles Gottesverhältnis, eines, das nicht nur über Institutionen oder zum Beispiel Priester vermittelt ist. Aber der Punkt, auf den es mir ankommt, ist der mit dem Universalismus oder wie es in der heutigen Philosophie oft heißt, mit dem moralischen Universalismus. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass Christen, wenn sie sich überlegen, ob eine Handlung, zu der sie sich anschicken, moralisch gerechtfertigt werden kann, sich nie damit begnügen können zu sagen, es ist ja einfach gut für mich oder gut für die mir nahestehenden, zum Beispiel meine Familie, meine Sippe, meinen Clan, mein Volk, meinen Staat, noch nicht einmal, es ist gut für die Angehörigen der eigenen, in diesem Falle christlichen Religionsgemeinschaft. Das Ethos weist über jedes begrenzte Kollektiv, jedes begrenzte Gemeinwesen hinaus, vielleicht sogar über alle Menschen, die bisher gelebt haben und heute leben. Also es fordert uns auch auf, das Wohl künftiger Menschen mit einzubeziehen. Das meine ich mit moralischer Universalismus. Und jetzt kommt die zentrale These des Buches, dass wir die Existenz von Kirche nicht verstehen können, wenn wir nicht diese universalistische Dimension des Christentums in den Mittelpunkt rücken. Warum? Weil eine universalistische Religion sich nicht einfach in den gegebenen sozialen Organisationsformen einer bestimmten Gesellschaft organisieren kann. Im römischen Imperium konnte meinetwegen der Kaiserkult existieren und viele Formen des Familien- und Ahnenkults, und keine überschreitet wirklich den Rahmen des eigenen Familienverbandes oder des eigenen imperialen Staatswesens. Christen dagegen müssen sich, und da stecken viele organisatorische Schwierigkeiten, auch Paradoxien, einerseits miteinander zusammenschließen und andererseits doch so, dass das nicht in den Formen eines bestimmten Gemeinwesens einfach aufgeht. Ich gebe Beispiele dafür. Also Sie müssen zum Beispiel sich aktiv sichern gegen das Zurücksinken in Staatsnähe oder in die Nähe zu Verwandtschaftsverbänden. Ich sage nicht, dass das immer gelingt. Es gelingt gerade sehr häufig nicht. Aber wir empfinden doch, denke ich, alle einen Mangel an christlicher, universalistischer Orientierung, wenn eine Kirche zur Rechtfertigungsinstanz der politischen Macht in einem bestimmten Staat wird. Oder wenn Familienstrukturen zu einem, wie es in der Soziologie heißt, amoralischen Familismus, denken Sie an die Mafia,
führen. Also die Paradoxie, die darin liegt, ist, sich zu organisieren, aber so, dass es von keinem existierenden, besonderen, partikularen Gemeinwesen gewissermaßen aufgefressen werden kann. Natürlich ist es eine Aufgabe, dann dieses enorm herausfordernde universalistische Ethos weiterzugeben an die kommenden Generationen. Kein Kind wächst von selbst in Richtung solcher universalistischer Vorstellungen hinein. Die müssen gewissermaßen durch Aufreißen eines Horizonts erst eröffnet werden. Hier liegen Aufgaben der Religionspädagogik beispielsweise. Das universalistische Ethos soll verbreitet werden, sodass auch andere Menschen von ihm ergriffen werden als diejenigen, die schon von ihm ergriffen sind. Das ist gewissermaßen die Missionsaufgabe. Es muss in seinen intellektuellen Verwicklungen durchdacht werden. Das ist gewissermaßen die Aufgabe der Theologie, der Philosophie, vielleicht auch weiterer Wissenschaften. Und ganz wichtig, es muss, damit es gelebt werden kann, auch immer wieder rituell vergegenwärtigt werden. Wir müssen erleben können, dass das, was so schwierig zu verwirklichen ist, nicht gewissermaßen ein völlig unrealisierbarer Traum ist, sodass wir ein zynisches Verhältnis dazu entwickeln und sagen, ja, das hört sich gut an, aber das ist eben etwas, wofür die Welt keinen Platz hat. Und ich denke, dass die christlichen Gemeinden, dass der Gottesdienst, dass spezifische Formen des Gottesdienstes eine solche Chance bieten, etwas schon erfahrbar zu machen, was vielleicht später in höherem Maße auch außerhalb des rituellen Kontextes erfahrbar ist. Also zweiter Schritt ist damit abgeschlossen. Ich sage vielleicht nur zur Profilierung noch dazu, dass mir versuche, wie sogar der des großen katholischen Theologen Karl Rahner, die Existenz von Kirche auf die Sozialität des Menschen zurückzuführen. Also Menschen sind auf andere hin angelegt und so weiter, zu kurz zu greifen scheint, weil dieses spezifische Hinausschießen über jedes partikulare Gemeinwesen mit der Beschreibung Sozialität noch nicht getroffen ist. Und jetzt noch kurz zum Aufbau und Inhalt des Buches, da sage ich nur 5 ganz kurze Gedanken. Erstens, Einleitung und Titelaufsatz entfalten das etwas länger, was ich jetzt gerade gesagt habe, und machen dabei besonders darauf aufmerksam, dass auch innerhalb des Christentums es eine größere Vielfalt der Organisationsformen gibt, als man denkt, wenn man nur von Kirche redet. Es ist ja im protestantischen Bereich nicht selbstverständlich, also vor allem auch außerhalb des Luthertums, meine ich jetzt, im protestantischen Bereich. Und es gibt historisch eine Fülle von Wechselwirkungen hier. Es gibt Formen, an die oft erstaunlich wenig gedacht wird, die Rolle der Orden. Ich betone sehr, Sie wissen vielleicht alle, in den USA sagt man ja nicht Konfessionen, sondern Denominations. Was eigentlich der Sinn dieser der Denominationen ist, also von religiösen Gemeinschaften, christlichen, die nicht vertreten, dass sie gegenüber allen anderen die Wahrheit gepachtet haben, ja, sondern die mehr in einer Form wechselseitiger Anerkennung untereinander eine Art christliche Religionslandschaft bilden. Und also bei diesem ersten Punkt ist natürlich die Botschaft irgendwie auch, dass zumindest auf organisatorischer Ebene die Christen viel voneinander auch lernen können, dass die katholische Kirche vielleicht auch von manchem tatsächlich im protestantischen Bereich lernen kann. Zweiter solcher Gedanke von Joachim Hake auch schon hervorgehoben, die starke Betonung von Erfahrung, was Glaube und Gläubigkeit in dieser Hinsicht also bedeutet. Und ich sollte an der Stelle vielleicht ein Wort zu diesem Punkt, der im Untertitel des Buches steht, Selbstoptimierung sagen. Ich meine, das Wort ist ein Modewort zurzeit und insofern wahrscheinlich allen geläufig.
und auch leicht zu verstehen erst einmal, dass es bedeuten soll, eigene Fähigkeiten zu stärken, besser zu entwickeln und so. Das kommt hier deshalb ins Spiel, weil mein Eindruck ist, etwa wenn Sie Interviews mit Prominenten lesen, warum sie gläubig seien, dass die Begründung oft in dieser Richtung Selbstoptimierung läuft. Also ich bin gläubig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es mich stärkt vor irgendwelchen Herausforderungen, dass es mich tröstet. Und ich habe nichts gegen Stärkung und Tröstung, aber ich habe natürlich etwas dagegen, wenn Glaube, also wie eine Technik der Autosuggestion sozusagen, erscheint. In dem Buch behandle ich die Geschichte, die Sie wahrscheinlich alle kennen, mit der Aufstellung der Buddha-Statuen durch Jürgen Klinsmann auf dem Trainingsgelände des FC Bayern München. Und als sich eine Diskussion daraus entwickelt hat, ob das wirklich im katholischen Bayern und so weiter überhaupt also zulässig ist, da Buddha-Statuen aufzustellen, hat ja Klinsmann sich aus der Schlinge zu ziehen versucht, indem er gesagt hat, mit Religion hat das für ihn nichts zu tun, nur mit der Verbesserung des Energieflusses. Das hat mich eigentlich skandalisiert dann, also nicht die Aufstellung der Buddha-Statuen so sehr, sondern diese Unterschätzung des Buddhismus und diese Reduzierung von großartigen Religionsgestalten auf so etwas wie es hilft den Spielern irgendwie mit Niederlagen zurechtzukommen oder sich untereinander besser zu verstehen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass, glaube ich, niemand sagen würde, zur Verbesserung des Energieflusses stelle man ein Kruzifix auf. Also da, ja, führt weit weg jetzt. Und drittens sage ich nur, zwei der Aufsätze beschäftigen sich mit der Form des Universalismus, die in unserer gegenwärtigen politischen Kultur natürlich zentral ist, dem Glauben an die Menschenrechte und an die universale Menschenwürde. Bei vielen hat das nichts mit Religion zu tun. Und deshalb ist es interessant, über das Verhältnis religiöser und säkularer Quellen dieses Universalismus nachzudenken. Viertens und vorletztens, zwei Kapitel, auf die ich eigentlich besonders stolz bin, die aber manche von Ihnen vielleicht als merkwürdig in diesem Buch empfinden. Ein Kapitel über einen Roman von Alfred Döblin, nicht den allseits bekannten Roman Berlin-Alexanderplatz, sondern den Roman über die Novemberrevolution 1918, 19, also der heißt November 1918, unter dem Gesichtspunkt, wie hätte sich ein Christ, der das Christentum ernst nimmt, eigentlich zum Ersten Weltkrieg und zu der Novemberrevolution verhalten sollen. Und Döblin stellt diese Fragen nicht so, wie ich sie jetzt stelle, gewissermaßen rational, sondern gestaltend mit ungeheurer Anschaulichkeit und eben nicht billig, also nicht in dem Sinn, er hätte sich dem Zentrum anschließen sollen oder so etwas, ja, also nicht in den eingefahrenen Bahnen der politischen Organisation von Christen, sondern viel radikaler. Und das andere dieser Kapitel ist über den polnischen Philosophen Leszek Kolakowski, den vielleicht manche kennen, aber fast niemand weiß, also der ist bekannt als Marxist, dann Dissident und Historiker des Marxismus, mit dem Lebensthema schon auch Verhältnis Marxismus-Christentum, aber praktisch niemand weiß, dass der ein Riesenbuch geschrieben hat, also je nach sprachlicher Ausgabe 600 oder 800 Seiten, über die Versuche, zu einem nicht-konfessionellen Christentum zu kommen in der Zeit zwischen Reformation und Aufklärung. Also vor allem im 17. Jahrhundert, das behandle ich da. Und fünftens und letztens und potenziell natürlich sehr kontrovers, setze ich mich mit der Frage auseinander, ob dieser Universalismus, den ich jetzt da so angepriesen habe, das Spottwort verdient des von
Konservativen manchmal dagegen aufgefahren wurde, nämlich er sei Fernstenliebe. Ja, also das spielt natürlich mit dem Begriff Nächstenliebe. Also die Universalisten seien diejenigen, wie eine berühmte Gestalt in Charles Dickens Roman Bleak House, eine Frau, die vor lauter Engagement für hungernde Kinder in Afrika ihre eigenen 4 Kinder komplett vernachlässigt. Und darauf bezieht sich dieses Fernstenliebe. Also jetzt abstrakter gesprochen heißt das, was genau ist das für Christen rechtfertigbare Verhältnis des Anspruchs, ein moralischer Universalist zu sein, zu den besonderen Beziehungen, zu den ihnen nahen Menschen, für die sie Verantwortung haben. Das kann ja nicht einfach etwas bloß Nachgeordnetes dann sein. Und so endet das, was ich jetzt einleitend hier sagen wollte, eben schon mit der Behauptung, dass diese Überlegung über Kirche nicht nur Kirche erschließt, sondern auch etwas am Christentum erschließt, am Universalismus des Christentums, der irgendwie spezifisch anders ist als ein rationalistischer Universalismus, ein konkreter Universalismus. Ende. Ja, danke. Lieber Hans-Johas, vielen, vielen Dank. Ungeheuer dicht, nochmal in 15 Minuten durch dieses, ungeheuer dicht, in 15 Minuten durch diese 240 Seiten. Konkreter Universalismus war das letzte Stichwort. Konkret wird es jetzt auch werden und gleichzeitig versuchen wir, warum Kirche? Diesen Grundelan des sich erweiternden Universalismus, der irgendwie angelegt ist in der Christentums- und Kirchengeschichte, genauer zu entfalten und mal auszuziehen bis heute und auch mit dem Seitenblick auf dieses komische Wort Selbstoptimierung. Wozu ist Religion nützlich? Wozu ist Kirche gut? Hans-Joas hat die Neigung, bei Fragen genau hinzuhören und zu sagen, das ist eine Frage, die in die Irre führt. Man muss eine andere Frage stellen. Hans-Joas hat die Neigung, das macht es mühsam, immer wieder eingefahrene Wege als solche zu benennen. Und viele dieser eingefahrenen Wege sind Holzwege. Und dann muss man sich diese andere Frage stellen. Und die Frage der Selbstoptimierer ist sicher ganz häufig die, wozu ist Religion nütze, gut, wozu ist Kirche nützlich und gut. Aber das ist überhaupt nicht die Frage. Und wer diese Frage stellt, der begreift am Ende gar nichts. Und der begreift am Ende auch gar nichts für die Fragen der Kirchenreform, würde ich jetzt mal frech sagen, weil er von falschen Voraussetzungen ausgeht. Und der Sache möchte ich jetzt gerne fragend Hans-Joas auf den Pelz rücken. Können wir ohne die Erfahrung leben, die im Glauben, in der Religion, Klammer auf, in der Kirche artikuliert wird? Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe oder halbwegs richtig, wäre das eine Frage, die man an die Stelle stellen müsste. Ich glaube, du sagst das und du sagst es für die Religion und kann man das auch für die Kirche sagen? Können wir, ich sage es nochmal, die richtige Frage wäre, können wir ohne die Erfahrung leben, die im Glauben, in der Religion und auch der Kirche artikuliert wird? Und dazu muss man sich stellen, zu dieser Frage. Und wenn man sich dazu stellt, als Nichtglaubender oder als Glaubender, dann leuchtet etwas ein. Also ich möchte jetzt mal diese Grundelan so aufnehmen. Verstehe ich dich richtig? Und wenn ja, warum? Und was bedeutet das? Etwas... Ja, gut, ich sage erstmal, dass mir tatsächlich der Unterschied zwischen warum und wozu wichtig ist. Ja? Und dass das Buch sehr bewusst nicht wozu Kirche heißt, sondern warum Kirche. Vielleicht darf ich sogar auf meine Frau deuten, weil die Formulierung warum Kirche von ihr
stammt. Als kürzest mögliche Pointierung sozusagen dessen, worum es in dem Buch geht. Wozu ist eine Frage, also nach Nützlichkeit, ja, also braucht es die für etwas anderes? Braucht der Staat die Kirche? Ja, brauchen unsere Werte eine Institution, die die stabilisiert oder weitergibt oder so etwas? Und nun ist es natürlich grundsätzlich durchaus legitim, Fragen dieser Art zu stellen, aber ich gehöre zu denen, die glauben, dass man den religiösen Glauben nicht aus Nützlichkeitsüberlegungen heraus, also verständlich machen kann und rechtfertigen kann. Das war kurz deutlich, als ich gesagt habe, da im Zusammenhang mit Selbstoptimierung und so, dass ich das gerade als eine Gefahr sehe. Ich habe in einem älteren Text, der jetzt in dem Kapitel nachgedruckt ist, unter dieser Überschrift, also was ökumenischer Kirchentagsvortrag mal war, braucht der Mensch Religion gesagt, wenn das heißen soll, also das wozu, dann will ich die Frage gewissermaßen gar nicht beantworten. Man kann das auch anders lesen und das hast du angedeutet, nämlich können Menschen wirklich ihr Leben führen, ohne dass etwas Bestimmtes vorkommt. So. Der nächste Schritt ist also, ich glaube tatsächlich, Menschen leben nicht, ohne dass bestimmte intensive Erfahrungen, die ich Erfahrungen der Selbsttranszendenz nenne in meinen Büchern, in diesem Leben vorkommen. Ja? Also in der akademischen Lehre ist mein Standardbeispiel, auch auf jeden Fall altersangemessen gegenüber den Studierenden, das Verlieben. Ja, also gibt es jemand, der gar nicht weiß, wovon die Rede ist, wenn ich den Begriff Verlieben verwende? Den gibt es nicht. Ja, Menschen machen diese Erfahrung, ob sie wollen oder nicht. Man kann sich ja auch verlieben, ohne sich im konkreten Fall verlieben zu wollen. Und ich sage, aus solchen Erfahrungen der Selbstüberschreitung und des Ergriffenseins und so weiter folgt etwas. Man muss die deuten, man muss die artikulieren. Das tun viele Menschen mit den Mitteln existierender spiritueller und religiöser Traditionen. Sie müssen das aber nicht. Sobald es in der Kultur andere Möglichkeiten des Umgangs damit gibt, etwa in einer therapeutischen Sprache oder einer darwinistischen Sprache oder so, kann man darüber auch anders sprechen. Aber jetzt ganz wichtig, von da aus führt noch kein sozusagen logisch zwingender Schritt zu den universalistischen Religionen. Der Schritt bisher hieß nur, aus solchen Erfahrungen heraus brauche ich etwas, was diese vom Alltag abweichenden Erfahrungen auszudrücken erlaubt. Ich glaube, niemand von uns wird zum Universalisten, dem nicht angeboten wird, ein kulturell verfügbares universalistisches Deutungssystem. Man könnte es auch anders sagen, in einem großen Teil der Menschheitsgeschichte gab es den moralischen Universalismus nicht. Deshalb kann man die Frage als empirische, geschichtliche Frage stellen, wann ist der eigentlich entstanden, wo ist der entstanden und auch, warum ist er eigentlich entstanden? Ja, also wenn wir nicht damit zufrieden sind, dass wir sagen, eines Tages sozusagen hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt, ja, aber dann sind wir schon in einem rein religiösen Bezugssystem drin, dann können wir fragen, also Jesus Christus verkörpert moralischen Universalismus, ist er der Einzige? Und warum in der Zeit? Und warum sind Menschen ansprechbar für diese Botschaft in einer bestimmten Zeit und vielleicht in einer anderen nicht und so weiter? Ja? Also die drei Sachen waren die Warum-Frage, die Erfahrungsbasis, aber die Unzulänglichkeit der menschlichen Erfahrungen für den Durchbruch zum Universalismus. Da gibt es immer ein Wort, das auftaucht. Wenn du mir das noch etwas genauer entfalten würdest.
Es ist konkret, verkörpert, aber es kommt eigentlich immer, das wichtigste Wort scheint mir immer das Wort der Artikulation zu sein. Also die Erfahrungen reichen nicht aus, sondern es braucht eine Deutung der Erfahrung, aber dann noch mehr als nur ein Verstehen der Erfahrung, sondern eine Artikulation der Erfahrung, die geht in die konkrete Vielheit kultureller Erscheinungsformen einer Religion. Und die Artikulation steht in einer großen Spannung oder einer Dauerspannung zum Universalismus. Oder wie stellt sich das dar? Der Universalismus wird ja in der Artikulation, kommt er vor, aber ist in der konkreten Artikulation ist hinsichtlich des Universalismus immer ein Überschuss oder eine kleine Differenz, ohne dass es eine ideale Trennung wäre. In der Artikulation ist ja etwas gesetzt. Also wie ist das mit dieser Artikulation? Also ich würde jetzt zunächst einmal, ich würde es getrennt behandeln wollen. Also das eine ist das Verhältnis von Erfahrung und Artikulation. Das ist mir tatsächlich unheimlich wichtig. Also um es so anschaulich wie möglich zu machen, wir machen, jetzt nehme ich mal nicht das Verlieben, sagen wir mal intensive Naturerfahrungen. Ich mache intensive Naturerfahrungen. Ich bin in einem Wald und habe ein tiefes Gefühl, dass das alles anders ist als in meinem Alltag sozusagen. Und ja, will ich jetzt also nicht sozusagen kitschig beschreiben, ja, aber auch da denke ich, alle wissen, wovon die Rede ist, wenn man das sagt, ja. Aber jetzt versuche man, das, was man da erlebt, in so einem sozusagen gehobenen Naturerfahrung, jemand zu erzählen oder in einem Brief niederzulegen oder so etwas. Und ich glaube, die meisten stellen fest, das ist erstaunlich schwer. Also manches, was man da sagt, wenn man selber hört oder durchliest, klingt verbraucht. Und der wirklichen Erfahrung nicht ganz angemessen. Es ruft gewissermaßen nach einem, sagen wir mal, poetischen Ausdruck, sodass Menschen dann auch, um diese Erfahrungen an andere weiterzugeben, vielleicht etwas zitieren, sagen wir mal Eichendorff. Ja, also mit dem Gefühl, jemand anders hat das, wo ich mich nicht angemessen ausdrücken kann, doch schon ungeheuer toll ausgedrückt. So, und jetzt dreht sich dieses Verhältnis teilweise auch um. Das heißt, es ist nicht nur die Situation, in der ich unter dem Druck einer bestimmten Erfahrung danach suche, diese Erfahrung auszudrücken, sondern meinetwegen, ich lese Eichendorff und ich begegne einem Ausdruck, der Erfahrungen, die ich vielleicht gar nicht jetzt gerade gemacht habe, sondern irgendwann gemacht habe, also Ausdruck gibt, der mich daran erinnert, dass ich da etwas in mir als sozusagen noch nicht gewortetes Erfahrungsmaterial in mir habe, was mir jetzt plötzlich durch den Ausdruck, also dann zur Verfügung steht. Also das wäre der Zusammenhang Erfahrung und Artikulation ein bisschen umschrieben. Der Universalismus ist es da natürlich noch erstmal gar nicht da. Ja, der kommt sicher dort hinein, wo wir meinetwegen in der Begegnung, sage ich jetzt mal, mit dem Evangelium Geschichten hören oder Aussprüche, die das Bezugsfeld des bloß Partikularen, in dem wir notwendigerweise sind, überschreiten. Also wenn es heißt, der Herr kann auch aus Steinen Kinder Abrahams machen. Ja? Also hört sich ja erstmal vielleicht unverständlich an, aber wenn man das einbettet, heißt das doch, ihr, die ihr stolz seid auf eine bestimmte ethnische Herkunft, seid darauf nicht so stolz. Die ethnische Herkunft als solche ist nicht universalistisch, sondern denkt, dass, wenn ihr euch mit Gott konfrontiert, Gott die Universalisten sozusagen überall herholen kann und deshalb ist eure Stammesherkunft nicht wichtig, sondern euer Gottesbezug. Also das ist jetzt ein völlig locker entwickelndes Beispiel dafür, dass es das gibt, dass Menschen bei der Lektüre, meinetwegen der Evangelien,
es in einer bestimmten Hinsicht vielleicht also wie Schuppen von den Augen fällt, dass es ein Überschreiten der einzelnen sozialen Bezugsfelder in Hinsicht auf mehr geben kann. Und da korrespondieren natürlich jetzt in einer komplizierten Weise die Vorstellungen von dem einen transzendenten Gott mit den Vorstellungen über die eine Menschheit, die als Ganze dem einen transzendenten Gott gegenübersteht. Ich höre jetzt gleich auf, ich sage bloß, da zögere ich es sofort so auszudrücken, weil wenn man es sofort so ausdrückt, der ganze Überlegungsgang in Richtung der monotheistischen Religionen programmiert wird, während es mir wichtig ist, auch die Formen des moralischen Universalismus ernst zu nehmen, die nicht im Horizont monotheistischer Religionen sich entwickelt haben, zum Beispiel im Buddhismus. Ja. Du hast in deinem Buch diese Grunddynamik, den dominanten Wert in der Gegenwartskultur der Selbstoptimierung entgegengesetzt und schreibst an einigen Stellen für mich sinngemäß, die Haltung der Selbstoptimierung ist genau das Gegenteil zur Bereitschaft, offen zu sein für überschreitende Erfahrungen oder Erfahrungen der Hingabe, der Transzendenz. Und das ist ja in der Tat im Moment eine der großen Herausforderungen. Selbstoptimierung, das hängt zusammen mit Endlichkeitsverweigerung, Fixierung auf das Individuum, seine Körperlichkeit, seine Verbesserung. Und viele sagen auch, dass alte utopische und eschatologische Energien, also mit Blick auf Hoffnung für alle Christen, für die Menschheit, die versanden alle in dieser Selbstoptimierung, in diesem Rückzug auf sich selbst, das nur noch daran interessiert ist, ja, möglichst für sich selbst eine gute Performance zu machen, und zwar in allerlei Dingen. Das fängt bei der Ernährung an, den Fitnessstudios, der Biopolitik und so weiter. Also das ist schon auch wirklich eine Ansage, da wird auch sowas nicht wie ein Feind, aber doch schon ein widerständiger Wert ganz klar angegangen. Also in meinen Sachen seit Jahrzehnten spielt also in einem bestimmten Sinn, der jetzt natürlich näher zu erläutern ist, aber also Passivität eine große Rolle auch. Ja, also Passivität zum Beispiel als Bestandteil schöpferischer Prozesse. Also dass man nicht dadurch kreativer wird, dass man sich ganz fest vornimmt, kreativ zu sein. Da ist selber auch so eine Paradoxie. Ja, also wenn ich zum Beispiel ein Problem, tatsächlich mir bewusst bin, hier will ich ein Problem lösen, ist es bekanntlich so, dass die Problemlösungsfähigkeit eher abnimmt, je mehr ich mich unter Druck setze, jetzt muss dieses Problem gelöst werden. Das ist in der philosophischen Schule, an der ich mich über die ganzen, also seit dem Studium sozusagen stark orientiert habe, das heißt dem amerikanischen Pragmatismus, ein zentraler Gedanke, dass der Mensch zwar schöpferisch sein kann, aber dass diese Fähigkeit ganz stark darin besteht, Ideen kommen zu lassen, sozusagen. Ja? Also irgendwie festzuhalten, was das Problem ist, das ich lösen will, aber dann sich gleichzeitig so davon distanzieren zu können, von dem Zwang, das jetzt lösen zu müssen, dass einem die lösende Idee kommt. Meinetwegen beim Spazieren gehen kommt einem die Idee für das, was man vor dem Spaziergang also sich als Frage gestellt hat, aber nicht gewusst hat, wie man damit umgehen soll oder so etwas. Ja, da steckt bereits ganz stark so ein Moment der Passivität drinnen, nicht der sozusagen faulen Passivität, ja, sondern einer Passivität in einem Kontext. Und das ist mir dann im Laufe der Jahre so besonders wichtig geworden für diese Frage, also was uns ergreift, also was mir als das Gute erscheint oder als das Böse erscheint, dass das auch nicht so ist, wie es von Max Weber bis Sartre oder was formuliert ist, wähle deine Werte, dass wir sie eigentlich nicht wählen. Es ist nicht wahr, dass ich mich hinsetze und sage, soll ich jetzt ein Nazi werden, ein Kommunist oder ein liberaler Demokrat oder so, jetzt
heute entscheide ich mich mal für das oder sowas, ja, sondern dass einem vieles als ganz furchtbar und undenkbar für einen selbst vorkommt und anderes als ganz offensichtlich das Richtige. Ich habe zwar bisher noch nicht daran gedacht, aber jetzt ist es mir völlig klar, das ist sozusagen das Gute oder, ja. Und dann sage ich eben, in dem, was da passiert, spielt auch die Passivität eine zentrale Rolle. Drum sagen wir im Deutschen so schön, wir werden ergriffen. Ja, nicht ich greife sozusagen, sondern ich werde ergriffen. Und jetzt lautet gewissermaßen die Frage, bezogen auf den Universalismus, in welchen Kontexten werden eigentlich Menschen von etwas ergriffen, was so stark über ihren eigenen Horizont eigentlich hinausgeht, ja, was in einem bestimmten Sinn gar keine, also konkrete Form haben kann. Und dennoch ergreift es ergreift Menschen die Idee, über jeden besonderen Kontext hinaus zu gehen. Und sie ergreift es, also nicht im Sinn von, da saß ein Philosoph und hat ein Argumentationsgebäude aufgebaut und dem kann ich mich jetzt nicht länger entziehen, sondern es begeistert sie geradezu, obwohl es dann so viel von ihnen fordert. Ja, also das ist das, was mich interessiert und was mit der Kirche so zusammenhängt, dass ich eben sage, in einem bestimmten Sinn, ich sage das in dem Buch, aber ist vielleicht eine komische Formulierung, ist die Kirche eine Genossenschaft moralischer Universalisten eines bestimmten konkreten Typus, nämlich derer, die glauben, dass Jesus Christus diesen am intensivsten verkörpert. Ich sage jetzt bewusst, ist so graduell, weil ich nicht glaube, der Christ muss denken, als Einzige wird er von Jesus Christus verkörpert. Ich sage Genossenschaft, um nicht Gemeinschaft zu sagen. Und um natürlich zu wahren, dass die Kirche, vielleicht darf ich das noch hinzufügen, da auch die katholische Kirche mit dem von Max Weber bis Habermas gängigen Begriff Heilsanstalt auch nicht richtig getroffen ist. Ja. Ich mache mal den Vorschlag, wir öffnen jetzt mal in Richtung Döblin. Richtung Döblin, also ein Roman, den ich nie ganz durchgelesen habe, muss ich gestehen, November 1918. Du schreibst 50 Handlungsstränge, wenn man genau zählt, ein Dschungel und ein Wirrwarr. Es geht um Friedrich Becker und jetzt um die Literatur. Also diese Frage mal, diese konkrete Sache aufzubauen. Und an diesem einen Friedrich Becker, da schreibst du an einer Stelle, jetzt mit Blick auf diese Sondierung, Döblins Sonde in diesem Roman ist nicht ein abstrakt metaphysischer Sinnsucher, sondern ein Ursachenforscher im Gestrüpp politischer und militärischer Geschehnisse. Also wer Literatur ernst nimmt, wie du das tust, was lernst du von, oder was hast du aus der Döblin-Lektüre genau für diesen Zusammenhang gelernt, aus der Interpretation dieses Punktes, dass du sagst, es geht nicht um eine metaphysische Sonde, nicht um eine abstrakte Sonde, nicht um Wahl von irgendetwas nach Prinzipien, sondern Literatur hat einen ganz gewissen Beitrag darin, sich über diese Verhältnisse von artikulierter Erfahrung und Universalismus einen Reim zu machen, den man möglicherweise ohne diese Literatur sich nicht machen kann. Und es tut den Theologen gut, Literatur zu lesen, dieser Art. Aber eben, also sozusagen die einfache Antwort würde lauten, ästhetische Erfahrungen sind auch Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Ja, also nicht nur literarische, ja, also musikalische, Konfrontation mit Malerei und so weiter, je nach Person, kann Anlass geben zu solchen Erfahrungen, ja, also, dass ich weg von mir bin und einen Impuls, wie es beim Rilke da heißt, du musst dein Leben ändern, ja, also einen Impuls empfange aus dem literarischen Werk, der mich tief existenziell berührt oder so etwas, ja. Und nun ist der Döblin natürlich ein Autor gewesen,
der wie vielleicht ja, also kaum ein anderer im 20. Jahrhundert in der deutschen Literatur, also literarisch begabt war, aber gleichzeitig eine bloß ästhetische Form des Literarischen abgelehnt hätte. Ja, also wenn das Schreiben nichts anderes ist, als ästhetisch wohlgerundete Werke hervorzubringen und das Lesen dessen auch nichts anderes ist, als eben ein gewissermaßen folgenloser Zugang zu schönen Erfahrungen. Das wäre ihm sicher nicht genug gewesen. Und deshalb sind mehrere der Bücher, ich müsste jetzt nachdenken, ob man es vielleicht sogar über alle sagen kann, habe ich noch nicht nachgedacht, aber mehrere Bücher sind eindeutig solche, die mit dem Wort, das du gerade benutzt hast, also das er auch benutzt, von der Sonde, also richtig beschrieben sind, nämlich, dass da eine Person ist und deren Erfahrungshintergrund, die indem diese Person ihren Erfahrungshintergrund total ernst nimmt, alles andere gewissermaßen ins Rutschen bringt. Also um das zu erläutern, ist vielleicht noch geeigneter als dieser Roman November 1918, der letzte Roman Döblins, der Hamlet heißt und über den ich ein kleines Büchlein mal geschrieben habe. Und da ist es wirklich so ein Kriegsheimkehrer, dem ein Bein amputiert ist und der kriegstraumatisiert, wirklich im engen Sinne ist. Also der spricht nicht mehr und er kann über die Situation der Verwundung mit niemand reden, ja, der findet über einen ganz komplizierten Prozess in das Sprechen können und das Sprechen können über sein Trauma und in diese Welt zurück. Und gleichzeitig schildert der Döblin eben ungeheuer genial, finde ich, wie dieses Hineinfinden von ihm in die Welt der anderen die anderen dazu bringt, sich zu rechtfertigen, ihre eigenen Beziehungen umzudefinieren und so weiter. Und in diesem November 1918-Roman, habe ich ja schon gesagt, geht es jetzt um jemand, also ich habe das ja genannt, ein Christ, vielleicht erläutere ich den Titel des Kapitels, ein Christ durch Krieg und Revolution. Also das habe ich deshalb so genannt, weil es zunächst einmal nahe liegt und auch tatsächlich empirisch so ist, zum Beispiel, dass der Erste Weltkrieg von vielen, die unter ihm gelitten haben, als Bankrott des Christentums, war eine Formulierung aus der Zeit, empfunden wurde. Also alle europäischen Nationen erklärten damals, sie seien christlich und dann bringen sie sich jahrelang aufs Schauderlichste wechselseitig um. Also ist jetzt dieses Christentum entweder wertlos, weil es überhaupt nichts zur Verhinderung dieses Gemetzels beitragen kann, oder waren die nicht christlich, haben sich bloß christlich genannt und so weiter. Ja. Und der Döblin schildert sozusagen nicht den schrittweisen Glaubensverlust durch den Krieg und dann vielleicht noch durch die Revolution, sondern den entgegengesetzten Prozess von jemand, der in Krieg und Revolution zum Christen wird. Also das kann ich jetzt nicht wirklich anschaulich machen, ja, aber die Sonde, die also diese Frage eben stellt, wie kann jemand auch aus der Vorkriegskultur und ihren ästhetischen Reizen heraus, weil die plötzlich entwertet sind angesichts des Kriegsgeschehens. Er sagt, also in der Vorkriegszeit habe ich Isoldes Liebestod, Richard Wagner, sozusagen mit Wonne angehört. Nach der Fronterfahrung höre ich keinen Tod mehr wonnig an. Ja, also da war ein Flirt mit dem Tod, der mit der Erfahrung des Tötens und Getötetwerdens also nicht verträglich ist. Ja, gut, aber also das führt jetzt wirklich in viele weitere Richtungen. In dem Döblin-Kapitel wird natürlich darauf hingewiesen, auf diese Selbstöffnung gegenüber dem, was uns unbedingt ergreift. Und in einem Kommentar zu den Beobachtungen, die du in diesem Roman machst, nochmal, dass du sehr klar sagst,
aus der Egozentrizität auch der ethischen Lebensführung. Auch das wird bei Döblin durchgespielt. Ästhetische Lebensführung, danke, ethische Lebensführung, ja, da klingt Kierkegaard durch, ja, 19. Ja, Jahrhundert. Ja, ja. Aber auch da nochmal der Hinweis, und das ist für das gesamte Buch, du wirst an, ich will nachher auch noch auf die Moralagentur raus, also diese Frage dieser ergreifenden, entgrenzenden Erfahrung, begrenzt oder erweitert, vertieft eben auch die Frage ethischer Lebensführung. Also die ethische, ja, Lebensführung kann eben auch eine Form des Egozentrismus sein und ist, auch darauf will ich nochmal, ziemlich nah an der Selbstoptimierung. Also Selbstoptimierung und ethische Lebensführung unterhalten auch ein merkwürdiges Verhältnis, das auch nicht immer so glückreich und gut ist. Also auf diese Sache nochmal. Ich bin sehr dankbar dafür, dass, auch das kann man jetzt nicht ausführen, aber natürlich ist tatsächlich im Hintergrund das Denken von Søren Kierkegaard, ja, also bei Döblin auch und in dieser Stufung und so weiter, also für die, die das interessiert. Aber ich bin jetzt vor allem dankbar für den Punkt, der mir schon ein Anliegen ist, sozusagen der Selbsterforschung, ob die eigene Moralität ein Mittel ist, um sich besser zu fühlen, also den anderen besser gegenüber den anderen zu fühlen, ein sozusagen nicht demütiges Verhältnis zur eigenen Moralität. Und das, glaube ich, hat eine hohe Aktualität zur Zeit. Ja? Also wir reden in den letzten Tagen manchmal über die Konjunktur des Wortes, das macht mich fassungslos. Ja, es ist, ich glaube nicht, dass ich spinne, wenn ich sage, also das zirkuliert zurzeit stärker, als ich mich aus den vielen Jahrzehnten meines Lebens daran erinnern kann. Und wenn man dem nachgeht, glaube ich, das ist natürlich jetzt ganz spekulativ gesprochen, aber ist es doch so, statt dem anderen zu sagen, da muss ich dir jetzt wirklich radikal widersprechen. Also ich sehe das wirklich anders als du und jetzt lass mich dir das erklären, warum ich es anders sehe. Und dann vielleicht kommt der andere und sagt, nein, nein, also ich bleibe schon bei dem, wie ich es sehe und so weiter. Stattdessen sagt man einander, dass du das sagst, macht mich fassungslos. Und das heißt, ich billige dir nicht zu, gute Gründe für das zu haben. Und ich sage aber nicht, du bist doof, sondern wer so redet, der ist irgendwie moralisch minderwertig und natürlich moralisch minderwertig mir gegenüber. Ja, ich zeige meine moralische Höherwertigkeit sogar durch die Bekundung, dass ich noch nicht mal nachvollziehen kann, dass man das nicht auch so sieht, wie ich es sehe. Und das ist eine Art, also gut, der weit rechts stehende früher Arnold Gehlen hätte gesagt, der Hypermoralisierung. Das ist nicht einfach eine unschuldige Form des Moralischseins, sondern das ist eine Selbstbewaffnung mit Moral, über die man dann eben auch sagen kann, was du gerade angedeutet hast, ich glaube, ich im Buch so nicht sage, aber auch so, ich sehe es auch so, da wird auch die Moral Teil dieser Selbststeigerung, statt der Öffnung. Ja, also statt dass der Impetus entsteht, sich zu öffnen für das, wie die anderen es sehen, wird es zum Impuls, mich über die anderen zu erheben. Ja. Wobei kurioserweise diese Fassungslosigkeit ja Ausdruck von prätensionsreicher Sensibilität ist, die als Waffe gegen den anderen gewendet wird. Also wenn Sie ans Fitnessstudio denken, sind Sie ja, glaube ich, dann besonders streng und hart, die Leute, die da arbeiten an ihrem Körper. Hier wird die Fassungslosigkeit als Sensibilität gegen die anderen gewendet vielleicht. Selbstoptimierung, ein durchgängiger Punkt in dem Buch ist das Ritual. Also die These, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Kirchendebatte, warum wird immer über Liturgie und Rituale so heftig gestritten in den Debatten? Konservative und liberale Reaktionäre sind immer an dem Punkt. Du schreibst, es ist Aufgabe der Kirche oder vielleicht ihr schönstes Artikulationsamt, dass sie Sphären der Erfahrung eröffnet, und beziehst dich an einer Stelle auf den Victor Turner.
Victor Turner, ja. Ja, und sagst und zitierst das also bestätigend zu deinen Überlegungen. Mhm. Diese Öffnung oder die Möglichkeit, diese Erfahrung zu öffnen, geschieht in Ritualen, die ihrem Sinn gerecht werden. Rituale schaffen eine kontrollierte Umwelt, welche die Mechanismen des Alltagslebens zeitweise außer Kraft setzt. Damit können Idealzustände, das sind nochmal, glaube ich, diese Idee der Universalisierungsdynamik, die können überhaupt erst greifbar werden oder erlebbar gemacht werden. Und zwar so, dass sie nach Rückkehr in den Alltag als intensive Erfahrung im Gedächtnis bleiben. Damit bekommt dem Ritual eine diesen Universalismus fördernde Dynamik zu, aber eben nicht als aktives, sondern als Ort dessen, was du immer als diese Art von Passivität beschreibst. Also wieder muss man jetzt unterscheiden zwischen, also die Rituale gibt es auch ganz ohne Universalismus natürlich. Ja, genau. Ja, also die Rituale bilden sich entweder spontan, ja, also Leute kommen zusammen und es entwickelt sich ein Geschehen zwischen ihnen, das alle genießen, ein Fest. Oder man erwartet schon, dass, wenn man da hingeht, weil es bisher immer so war, dort etwas sich entwickelt, meinetwegen im Fußballstadion, ja, was eine solche erhebende Wirkung für alle Beteiligten hat. Es ist ein Motiv, da hinzugehen, dann nicht nur das Spiel, das da stattfindet, sondern das gemeinsame Erlebnis des gemeinsamen Verfolgens dieses Spiels. Und insofern ist das Ritual in allen Religionen zentral. Ja? Aber die sind ja nicht von Natur aus, wie ich jetzt immer wieder gesagt habe, universalistisch. Also die Aufgabe für Rituale im Christentum ist, Formen zu schaffen, in denen eine solche Gehobenheit zustande kommt, die aber gleichzeitig die Bindung an ein universalistisches Ideal verstärkt. Ich glaube, das ist in der Eucharistie der Fall, aber natürlich nur in der Eucharistie, wenn die, also sozusagen so praktiziert gelebt wird im Gottesdienst, dass das tatsächlich daraus resultieren kann. Ja. Also ich versuche für mich mal zusammenzufassen, die Kirche ist mehr oder weniger ein Ort der Artikulation von Erfahrung und weniger, das vielleicht ja auch Leute heute meinen, vertritt sie Positionen. Sie vertritt nicht in vorderster Hinsicht dogmatische Positionen, nicht in vorderster Hinsicht ethische Positionen oder Positionen zur Bildung, sondern sie ist ein Ort der Artikulation von Erfahrung. Und das betrifft die Liturgie, die Caritas, die Bildung und auch die Verkündigung. Also es ist zumindest keine Organisation der politisch miteinander Einverstandenen. Ja? Nein, ich habe tatsächlich stark diesen Impuls, und das Buch endet ja mit etwas aus Günther de Bruyns letztem Roman. Günther de Bruyns letzter Roman. Die letzte halbe Seite ist Günther de Bruyn dem großen preußischen Katholiken gewidmet. Genau. Also, und darauf habe ich ganz unerkennbar vielleicht auch angespielt, als ich am Anfang da über synodalen Weg was gesagt habe. Also, ich fände es ganz entsetzlich, ja, wenn der Preis für bestimmte Fortschritte, also die völlige Polarisierung oder Entfremdung untereinander ist. Und ich habe eben, und darauf bezieht sich das vorletzte Kapitel vor allem, mit einem bestimmten Unbehagen verfolgt deswegen, wie eindeutig sich die Leitung vor allem der evangelischen Kirche in Deutschland, aber schon auch der katholischen Kirche, für eine liberale Migrationspolitik ausgesprochen hat, in dem sicheren Gefühl, dass sie damit dem moralischen Universalismus des Christentums Entsprechendes tun. Ja, also die Sorge auch für die Fernstehenden habe ich natürlich auch nichts dagegen. Nur meine ich eben, dass es eine komplizierte Balance ist zwischen dem Leben dieses Universalismus und der Verantwortung gegenüber Nahestehenden. Und dass man das Letztere auch merken muss. Und also das bezieht sich jetzt allerdings wirklich auf die evangelische Kirche. Und dass es nicht so sein darf,
wie damals der EKD-Vorsitzende gesagt hat, also es gibt in unseren Gemeinden auch welche, die das anders sehen und wir müssen jetzt ein Forschungsprojekt veranstalten über die Gefahr des Rechtspopulismus in Kirchengemeinden. Und also das bereitet mir Unbehagen, ohne ein Rechtspopulist zu sein. Ja, ja, also alles sehr verkürzt. Ja. Sie werden das alles nachlesen. Drum sage ich das. Ja, nein, das müssen Sie nachlesen. Da kommt es nachher auf die Nuance an. Das endet mit einer Furcht, also die Kirche könnte dem Zeitgeist verfallen sein, in bestimmten Punkten. Aber da muss ich jetzt auch erinnern an eine andere Stelle. Es gibt ja auch in der kirchlichen Debatten des synodalen Wegs die Frage Emanzipation der Frau, Emanzipation der Homosexuellen. Da gibt es viele in der Kirche, die das für zeitgeistig halten. Hier läuft die Welt dem Zeitgeist hinterher und so weiter. Und da bist du ja auch in anderer Weise knallhart, dass du sagst, ja, das ist jetzt auch nicht eine Frage der Veröffentlichung, der Vertretung von meinen, sondern es ist Ausdruck einer epochalen Veränderung und einer zunehmenden Klarheit der Sakralität der Person. Und da können wir jetzt noch viel darüber meinen, ob wir unsere Meinung so rum oder so rum machen. Die Entwicklung des moralischen Universalismus ist so, wie du es beschreibst, da in dieser Emanzipation der Frau und in der Emanzipation des Homosexuellen zeigt sich eine auch nicht zurückzuschraubende Sakralität, größeres Bewusstsein für die Sakralität der Person. Also, insofern ist es auch da eine Artikulationsfrage in der Kirche und nicht eine Frage, wo wir jetzt einfach nur Meinungen austauschen und sagen, wir könnten etwas vertreten. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei dem Zeitgeist-Argument meine ich tatsächlich, also alles ist Ausdruck eines Zeitgeistes. Die Frage ist, ob des gegenwärtigen oder eines vergangenen Zeitgeistes. Ja, und ob es gute Gründe gibt, an dem Ausdruck vergangenen Zeitgeistes festzuhalten und sich nicht einem vielleicht kurzlebigen heutigen Zeitgeist, also an den Hals zu werfen, oder ob es Veränderungen gibt, die gute Gründe dafür bieten, sich vielleicht endlich von einem vergangenen Zeitgeist zu verabschieden. Und ich sage tatsächlich, also ich habe vor allem, das fällt mir jetzt gerade ein, also ich war mal groß eingeladen an der Gregoriana und da habe ich in Analogie zu dem berühmten Wort von Kaiser Wilhelm II. Über das Auto, ja, also das sei eine vorübergehende Erscheinung, ich glaube an das Pferd, gesagt, so kommt mir die Haltung der katholischen Kirche oben zum Prozess der Emanzipation der Frau vor. Also Kaiser Wilhelm hat sich getäuscht. Das Auto war nicht ein kurzfristiger Zeitgeistausdruck, ja, sondern hat sich sehr stark, zu stark durchgesetzt. Und ich glaube ihm tatsächlich, die Emanzipation der Frau ist nicht sozusagen etwas, was mal kurz eingetreten und kann man gewissermaßen den Kopf einziehen und dann ändert sich alles wieder, ja, sondern ist ein epochaler Prozess und du hast richtig ja jetzt hinzugefügt und dann kommt ja neben der Frage, wie sicher ist etwas geschichtlich, kommt ja die normative Frage, ja, also ja. Ist das gut? Das ist ja eben nicht identisch, die zwei Fragen und da sage ich glaube, wenn wir also jetzt den moralischen Universalismus als Kern des Christentums sehen oder eben in einer anderen Sprache jede Person, jeden Menschen als Träger einer nicht selbst erworbenen, aber auch nicht zu verlierenden Menschenwürde, dann folgt daraus auch etwas für diese Fragen der Frauenemanzipation in der Kirche. Ja. Sind nicht alle dieser Meinung? An einer Stelle schreibt Hans Joas, die Zukunft, auch die der Kirchen und der Religion, hängt nämlich wesentlich auch vom bewussten menschlichen Handeln ab. Das ist ein schlichter, elementarer Satz. Also es wird da nicht einfach was passieren und es gibt nicht einfach nur irgendetwas, sondern die Zukunft der Kirche, auch die der Religion der Kirchen, hängt nämlich wesentlich auch vom bewussten menschlichen Handeln ab. In den Grenzen dessen, was wir hier bedacht haben. Ich verabschiede mich jetzt von den Teilnehmern auf YouTube und empfehle allen da draußen,
und allen hier im Raum nochmal das Buch von Hans Juras, Warum Kirche, Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft. Das empfehle ich Ihnen sehr zum Kaufen draußen und Ihnen da draußen bei YouTube in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. Haben Sie noch einen schönen Abend und bleiben Sie der Akademie verbunden. Und wir werden jetzt hier im Raum noch diskutieren, Widerspruchfragen zu dem Buch und werden dann den Abend so in einer Viertelstunde beschließen. Und dann haben Sie Gelegenheit, draußen Bücher zu kaufen. Vielen Dank, Hans Joas.